Luftwärmepumpen sind in aller Munde, aber sind sie auch in aller Ohren? Mein Name ist Verena Engstler und ich bin Energieberaterin im Energieinstitut Vorarlberg. Im Folgenden schauen wir uns das Thema Schall bei Luftwärmepumpen an. Warum machen Wärmepumpen überhaupt Geräusche? Da gibt es zwei Quellen, woher diese Geräusche stammen können. Zum einen der klassische Ventilator. Ja, der Ventilator der Luftwärmepumpe, der dreht sich und der muss relativ große Luftmengen umwälzen, um die entsprechende Wärmemenge in das Haus zu liefern. Diese Umwälzung der Luft sorgt eben für Geräusche. Die zweite Geräuschequelle wäre der Kompressor. Die Wärmepumpe funktioniert mit einem Kältekreislauf und in diesem Kältekreislauf wird das Kältemittel verdichtet, komprimiert und dieser Kompressor erzeugt ebenfalls Geräusche. Wenn wir über das Thema Schall bei Luftwärmepumpen reden, ist es wichtig zu berücksichtigen, welchen Schall wir wirklich meinen. Es gibt zum einen Kennzahlen, die angeben, wie laut die Wärmepumpe selber ist, also wie viel Schall die Wärmepumpe emittiert. Und zum anderen gibt es aber auch Werte, die sagen, wie früh Schall bei mir ankommt, also auch die Distanz und die Bebauung etc. mit berücksichtigen. Wir hier reden jetzt nur von der Lautstärke, von dem Schall, den das Gerät emittiert. Und da gibt es eine relativ große Bandbreite, und zwar von 40 bis zu 80 Dezibel um den Dreh. In der Regel, so im Mittelfeld, liegen aber die Luftwärmepumpen bei so rund 50 bis 60 Dezibel. Um diesen Unterschied von 50 auf 60 Dezibel zu verdeutlichen, können Sie sich jetzt vorstellen, dass ich ungefähr mit 50 Dezibel spreche. Wenn ich aber auf 60 Dezibel hoch möchte, ist das schon deutlich lauter, wie Sie jetzt vermutlich merken werden. Also, es ist nicht nur ein Zehnersprung, sondern gleich schon eine Verdoppelung der empfundenen Lautstärke. Nun wissen wir also, wie laut das Gerät selber ist. Wichtig ist aber auch, wie viel Schall bei mir im Haus oder bei meinem Nachbar ankommt. Dazu kann man auf Schallgutachten oder Schallrechner zurückgreifen. Und hier auch der Hinweis, es gibt oft gesetzliche Grenzwerte, die einzuhalten sind. Darum empfiehlt es sich, frühzeitig sich hierüber zu informieren. Hier noch ein paar Tipps, wie Sie Geräuschentwicklung auf Ihrem Grundstück oder auf dem Nachbargrundstück möglichst gering halten können. Angefangen mit der Aufstellsituation. Es macht einen großen Unterschied, ob die Wärmepumpe frei aufgestellt ist oder zum Beispiel zu einem Hauseck hineingestellt wird, der den Schall wie ein Trichter quasi verstärkt und wiedergibt. Macht also einen großen Unterschied. Auch der Abstand zum Nachbar ist sehr wichtig. Da ist es wirklich so, dass jeder Meter mehr Abstand wirklich ein Zugewinn ist und den Schall deutlich reduziert. Auch ist es wichtig, bei der Wahl der Geräte eben zu schauen, dass man ein Gerät sich aussucht, das bereits von Haus aus geringe Geräuschentwicklungen hat. Und man kann dieses auch noch zusätzlich mit einer Schallschutzhaube versehen. Ja, da kommt noch eine Schallschutzhaube drauf, auch die hält den Schall zurück. Zu guter Letzt kann man noch erwähnen, dass es auch Drosselungsfunktionen gibt, wie zum Beispiel den Nachtmodus oder Silent Mode. Da dreht die Wärmepumpe automatisch die Leistung etwas zurück und damit gehen die Geräuschentwicklung auch etwas zurück. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Planungsleitfaden, der auch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Oder Sie rufen uns an bei der Energieberatung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.